Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Zeit für den Blick in die Märkte am Dienstagmorgen heute. Zunächst mit dem Blick in Goldöl schauen wir uns mal an. Die Märkte an sich relativ ruhig bei den Indizes gute Daten aus China. Also die Wirtschaftslage dort bessert sich. Das werden wir gleich auch mit dem Blick in die Zahlen sehen. Das Ganze wie immer in der Marktvorbereitung für den heutigen Handelstag. Und natürlich jetzt gleich noch auf das Like-Knöpfchen drücken. Damit die Welt sieht, was wir hier bekommen. Ja, das heißt, die, die jetzt zuschauen, gleich mal direkt draufklicken. Das freut mich und all diejenigen. Die davon profitieren wollen, was wir hier jeden Tag miteinander besprechen. Und die Live-Zuschauerinnen und Zuschauer haben an dieser Stelle natürlich wie immer auch noch den ganz, ganz großen Vorteil, den eigenen Wunschmarkt analysieren zu lassen. Das heißt an dieser Stelle gerne auch ähm, die Chats benutzen auf Facebook und auf Zoom. Da schaue ich rein, das Ganze hier wie immer live, auch in der Besprechung im Anschluss. Wir gehen weiter zum Risikohinweis. Ich bitte das, was hier geschrieben steht, auch. In Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir schon zu den Nachrichten. Da gab es durchaus sehr, sehr positive Dinge. In der Nacht aus China, was heißt in der Nacht heute Morgen aus China? Wir sehen es um kurz nach sieben, haben wir die Daten hier entsprechend auch bekommen. Heißt also, China wächst weiter. Das sehen wir hier an den Exporten. Die Exporte sind um 30 Prozent gewachsen. Das ist ein sehr, sehr solides, starkes Ergebnis. Klar, die Prognosen, die waren hier deutlich höher. Man muss auch sehen, ähm, vor einem Jahr, äh, da stand China viel, 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 viel tiefer. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen zwar von einem tiefen Niveau, aber irgendwo fängt wirtschaftliche Erholung ja mal an. Und wenn man sieht, dass die Importe auch ganz, ganz stark zulaufen, sieht man die Wichtigkeit von China, denn China exportiert nicht nur, China importiert auch. Und das ist für uns Deutsche hier in unserer Wirtschaft ein sehr, sehr wichtiger, äh, sage ich mal, Wirtschaftspartner. Sehr, sehr stark, was sich dort entwickelt. Ähm, mag sein, dass China hier den USA so ein bisschen momentan den Rang abläuft. Das wird die Zukunft dann zeigen. Aber für uns ist es jetzt halt einfach wichtig, die Weltwirtschaft wächst. Und mit der wachsenden Weltwirtschaft sehen wir halt, dass China einen sehr, sehr starken Anteil daran hat und davon profitiert dann am Ende die deutsche Wirtschaft, der deutsche Arbeitsmarkt. Jeder Einzelne, der hier in den entsprechenden Branchen arbeitet, sollte davon entsprechend auch profitieren. Das ist gut für das Bruttoinlandsprodukt, wenn die Menschen in Arbeit bleiben. Also alles in allem ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Teil für die Entwicklung hier bei uns in Deutschland, für die wirtschaftliche Erholung, denn wir sehen ja, was momentan im Thema Corona wieder kommt es wird wieder über stärkere einschränkungen gesprochen das alles Wirkt sich dann natürlich auf die Branchen aus, denen es momentan eh nicht so gut geht. Und das ist wiederum schlecht für die deutsche Wirtschaft. Also von der Seite her, alles, was positiv ist, alles, was der deutschen Wirtschaft helfen kann, ist hier eine sehr, sehr gute Meldung. Dann haben wir Daten von den Briten bekommen. Hier sehen wir es, die Industrieproduktion für den Monat Februar ist angestiegen. Das ist positiv für die Wirtschaft zu sehen. Auch die Produktion des verarbeitenden Gewerbes ist sehr, sehr positiv zu sehen. Das, was negativ zu sehen ist, ist das Thema. Der Handelsbilanz, wenn wir uns das mal anschauen wollen, äh, die ist massiv eingebrochen. Das hat sehr viel auch unter anderem mit dem Thema ähm, des äh, Brexit zu tun. An dieser Stelle, äh, ich denke, da wird die Wirtschaft noch eine ganze Weile mit zu kämpfen haben, aber. Wir sehen es hier. Haben wir Licht und Schatten äh, bei den Briten. Langfristig wird sich das Ganze irgendwo regulieren, aber es ist halt etwas, das man immer wieder auf der Uhr haben muss. Und das haben wir ja auf der Währungsseite auch immer mal wieder da, wenn wir es schaffen. Und das gewollt wird gerne auch noch mal auf den Fuzzi schauen. Also wer das mag, gerne hier mal in die Chats reinschauen. Ähm, ich spreche diesen Index gerne an. Ähm, das macht allerdings natürlich nur Sinn, wenn es auch gewollt wird. Ja, ich will ja hier keine Dinge miteinander besprechen, äh, die keiner sehen will, äh, denn dass wir hier Miteinander besprechen sind ja die Handelsideen für den laufenden Tag, und da haben wir auch oftmals Dinge abseits äh, vom, äh, vom DAX. Ich erinnere noch dran an die gute Situation, die wir in Australischen Index haben, der schön auch solide langsam ansteigt. Das ist für die Swing Traderinnen und Swing Trader immer wieder eine schöne Sache für die Portfolio-Beimischung. Also, es macht schon Sinn, den Fokus mal ein bisschen weiter an dieser Stelle zu strecken. Das hier natürlich an dieser Stelle. Immer wieder gerne meinerseits. Was wartet heute noch? Ein paar sehr, sehr wichtige Sachen. Ich hatte es vorhin ja so gesagt, an den Aktienindizes, da tritt man momentan so ein bisschen auf der Stelle. Heute Vormittag oder heute sogar vor Börseneröffnung, wenn wir uns mal den DAX anschauen, da geht nicht wirklich was. Warum? Ich weiß es nicht. Wer zuerst zuckt, hat verloren, keine Ahnung. Aber es könnte unter Umständen damit zu tun haben, dass wir ZEW-Daten bekommen. Und die sind äh, ja sehr, sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Das Ganze gibt es heute um 11 Uhr. Auch im gleichen Atemzug die äh, ZDW-Konjunkturdaten für die Eurozone und das könnte durchaus hier das Zünglein an der Waage sein, äh, um den deutschen Leitindex ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen. Er verharrt auf hohem Niveau knapp unter Allzeithoch. Also so schlimm ist es nicht, aber es fehlt halt die Bewegung an dieser Stelle und da wartet man entsprechend auch mit drauf. Am Nachmittag gibt es dann in den USA auch noch die Verbraucherpreise und das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. in den letzten Wochen gewesen. Thema Inflation. Was wird aus der ganzen Menge Geld, die hier äh, gedruckt worden ist? Da gibt es äh, sicherlich den einen oder anderen, der sagt: Uha, Wenn das jetzt wirklich langsam zu einer starken Inflation kommt, dann kann das Ganze auch mal eine Zeit lang ziemlich heftig werden. Und deswegen schaut man so gebannt auf diese Daten aus den USA. Das Ganze heute eine Stunde vor Handelseröffnung um 14.30 Uhr. Davor gibt es den OPEC-Monatsbericht. Das ist wichtig für das Öl. Schauen wir uns nachher gleich auch noch mal kurz an, was beim Öl hier an dieser Stelle passiert, aber so richtig viel ist da momentan nicht los und um 22.30 Uhr bekommen wir dann die API Rohölbestandsdaten, bevor wir dann am Mittwoch den Rohölbericht aus den USA, also die Lagerdaten, die offiziellen entsprechend hier bekommen. Das die kleine Nachrichtenvorausschau für den heutigen Handelstag und dann, ja, lasst uns doch einfach mal schauen in die Charts und wie schon gesagt, ich sehe es schon hier auf Facebook kommen. Ein paar guten Morgengrüße, das freut mich sehr. Zoom schläft heute noch so ein bisschen. Ja, Leute, wenn ihr da seid, mich hören und sehen könnt, kurzes Zeichen würde mich freuen. Ich will ja auch, dass alle Daten gut rüberkommen. Äh, von der Seite her wäre es nett, da was zurückzubekommen. Ich stelle jetzt erstmal noch den Bildschirm auf Groß. Und wie schon gesagt, fragen immer wieder gern einfach rein in die Chats. Und ich sehe schon, jawohl, jetzt kommt es zurück. Guten Morgen, Zoom. Auch da ist man dabei, schaut sich das Ganze an. Wir blicken jetzt auf Gold. Gold haben wir immer wieder auf der Uhr gehabt, von oben nach unten. Und seit den ja, vergangenen paar Wochen ist in Gold einfach eine ziemlich große Range. Und ich sehe schon mein Short ab, was ich hier heute Morgen vorstellen wollte und auch werte, äh, ist schon voll ins Rennen geraten hier. Das kommt ganz gut äh, in, 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 in Gang sozusagen, äh, was wir hier haben. Wir rutschen gerade auch unter den Vortagesschlusskurs. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Ich hatte es ja äh, im Beitrag auch schon geschrieben. Äh, Gold, diese Marke hat das Zeug eine Rally zu entfachen. Das ist natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern ähm, gemeint an dieser Stelle, weil wenn man heute im Börsenjargon liest, dass man eine Rally laufen hat, dann gehen die meisten Trader davon aus, dass es nach oben geht. Aber hey guys, wir haben hier die Chance zur Unterseite zu laufen. Wir haben hier eine Trading Range äh, mit einem Doppeltop, wo wir nach unten abprallen. Ähm, das sind wirklich wichtige Dinge und die alles entscheidende Marke dafür war und ist. Dieser von mir blau markierte Bereich. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Entsprechend, ich meine, dass das Bild hier in Gold abwärts gerichtet ist, ist ganz klar. Viele, viele Trader haben den Goldpreis, aber immer wieder auf der steigenden Richtung, auf dem steigenden Ast, auf dem Arm. Warum? Ganz klar, wenn wir uns mal das Wochenbild anschauen wollen, schaut mal hier unten dieses Level um die 1675. Das ist das Korrektur tief dieses Aufwärtstrends hier. Und solange wir nicht da drunter fallen, ist dieser große Trend Weiterhin intakt, auch wenn wir hier in einem absoluten Abwärtstrend sind, hier auf Wochenbasis, Monatsbasis ist alles abwärtsgerichtet. Der aktuelle Trend, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Wenn wir uns allerdings dieses starke Kauflevel hier unten anschauen, dann kann ich schon verstehen, dass es da Berechtigung gibt zu sagen, okay, wir sind hier mehrfach von unten abgeprallt. Auch wenn wir mal die Kerze von vor drei Wochen sehen, das war der Test und dann der massive Aufkauf hier, das ist schon ein ziemlich starkes Zeichen der Händler, ähm, das wir hier haben. Und wir haben die Situation, dass wir hier danach nach dieser starken Woche eine Bestätigungswoche bekommen haben und wir halt oben bei 17,55 abgeprallt sind. Die große Frage. Frage, die sich jetzt hier nur stellt, ist, wie geht es weiter? Wir müssen dieses Level rausnehmen. Ne? Wenn wir dieses Level oben rausnehmen, alles gut auf Wochenbasis wäre dann wirklich auch Potenzial nach oben hin ordentlich da. Ne? Das sehen wir auch schön auf Tagesbasis. Wenn es jetzt tatsächlich direkt nach oben gehen sollte, ohne hier weit nach unten zu laufen, wäre das natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen hier über die 17,55. Und dann haben wir auf der Tagesbasis hier oben, auch wenn wir diesen Verkaufsbereich bei 1765 mit rausnehmen, noch ein paar höhere Level, die man durchaus als, als, sag ich mal, Punkte initiieren kann, an denen deutlich Kaufdruck in den Markt reinkommt, weil einfach die Absicherungshändler, ähm, die Absicherungsorders der Shorthändler. An diesen Stellen liegen. Das ist ganz klar. Genannte die Marken hier 1816 und hier oben die 1855, beziehungsweise hier haben wir noch einen Doppeltop in diesem Drehbereich hier bei 1875, das entsprechend an dieser Stelle zur Vervollständigung. So, wie es momentan allerdings ausschaut, mag der Markt hier runter. Wir sehen es unten drunter. Wir sind unter das Tagestief von gestern gefallen. Damit ist auch definitiv bestätigt, dass wir hier diese Außenkerze nach unten hin verlassen haben. Der Markt möchte gerne runter. Nächstes Ziel, mal mit Blick auf diese Trading Range, die wir hier haben zwischen 16,75 und 17,55, wäre mal ganz klar. Die Chart-Unterseite, das haben wir hier, bricht das Ganze weg. Kommen wir noch mal ein bisschen in die Historie rein, denn wenn wir mal das Potenzial dieses Bewegungsarmes mit analysieren wollen, ne, der Bewegungsarm ist das, was hier runterläuft. Also da haben wir ja auch einen Trend. Ich mache den mal kurz an. Schaut mal hier, das ist der Trend zur Unterseite hier. Das ist die Bewegung, das die Korrektur, das die Bewegung, das die Korrektur. Wenn es dann zur Trendfortsetzung kommt, gibt es durchaus auch noch deutlich Potenzial. Denn wenn wir einfach mal ausmessen, wie tief die letzte Korrektur hier gewesen ist, die lief ja hier von 1765 bis knapp 1965 oben rauf. Und wenn man das Ganze mal unten hin spiegelt, klassisch als Potenzial nimmt, dann sehen wir halt auch hier. Dieses Zwischentief, was wir hier drüben haben, grob um die Marke von 1570, ist durchaus ein relevantes Anlauflevel, was wir auf der Zielseite haben können. Und das ist auch das Potenzial, was aus dieser letzten sozusagen Seitwärtsphase ist. Wenn diese korrektive Phase hier komplett nach unten entladen wird, sehen wir auch, laufen wir halt deutlich in diese Richtung rein. Und das Charmante an dieser Stelle ist, wir müssen jetzt nicht warten, bis wir hier unten reinlaufen, sondern, ich hatte es ja schon gesagt, das Short-Setup ist mittlerweile auch aktiv. Da kann man sich noch anschließen. Und das ist das, was wir hier sehen. Wenn ich mal kurz meine Marker wieder reinmache. Wir gehen mal hier in den Stundenchart auch rein. Da sehen wir es. Hier, schaut mal, diese von mir grün markierte Linie hier unten drinnen. Ne? Das ist der Punkt. Hier ist der Aufwärtstrend, den wir hier hatten. Ich mache es mal rein. Schaut mal hier. Moment. Das war der Aufwärtstrend hier mit seinen Bewegungen. Korrekturen und Wiederbewegung da unten war das Trendtief. Das haben wir hier angelupft und hier unterschritten. Das heißt, wir haben jetzt hier einen validen Abwärtstrend in der Stunde. Das Ganze kann man sich auch sehr sehr gerne mal im vier-Stunden-Trend angucken. Schaut genauso aus. Da sieht man diesen Trendverlauf zur Unterseite hin auch. Ich finde es schöner zu sehen im Stundenchart. Aus diesem Grund hier das Ganze schön nach unten laufend und das ist jetzt Wirklich das interessante an dieser Stelle. Wir haben dieses Level nicht nur rausgenommen mit einem Rutsch, sondern wir trennten runter. Und das ist das Interessante. Dieser Abwärtstrend, der hier am Laufen ist, der hat jetzt das Potenzial, die Unterseite zunächst erstmal bis in die Tiefe der Trading Range auch abzufrühstücken. Das heißt, hier schaut es euch an, ich skizziere mal ganz kurz diesen Trend. Das ist das, was nach unten läuft hier. Da äh, war der Deckel oben drauf. Da? Das ist das Korrekturhoch gewesen. Da müssen wir drüber, um das Long-Szenario wieder in, in, in Kraft zu treten. Ähm, und jetzt läuft es halt hier, schaut mal, schön zur Unterseite rein. Also wir laufen hier schön nach unten rein, hier auch noch untergeordnet, das kleine ähm, Schwung. Das ist hochinteressant. Und die Ziele, die wir liegen haben, ne, hier, schaut mal, grob die Zwischentiefs aus der Aufwärtsbewegung genannt und hier den Drehbereich. Das sind die Marken um die 1721, 1706 und hier die 1688. Und dieses Level hier unten... Das ist kein klassisches Zwischentief, aber das ist ein Level mit einer Relevanz. Und zwar Thema Relevanz, hier haben wir die Richtung gewechselt. Ne? Wenn wir jetzt mal sehen wollen, hier unten im Kleinen, schaut mal hier, da ging es im Kleinen noch so ein bisschen hin und her. Hier unten, da gab es nochmal ein kleines Tief, ein neues Zwischentief in diesem Bewegungsarm nach unten hier, den wir hier nach unten laufen haben. Und da gab es dann den Richtungswechsel. Ne? Also hier ging es dann direkt initial. Nach oben, ein bisschen nach unten und dann kam der starke Schub. Das ist ein ganz wichtiges Kauflevel. Da hat der Markt die Richtung gedreht. Das ist durchaus auch relevant innerhalb der Range. Und das ist alles nur die Range. Und das ist das Schöne. Das ist für die kurzfristigen Trades durchaus interessant. Jemand, der sich hier in diesem Markt einstoppen lassen möchte und sagen, okay, ich möchte jetzt nicht auf diesen Rutsch setzen, sondern einfach mal aus der Korrektur heraus nach unten traden, der macht sich das Ganze ganz einfach hier dann nimmt sich diesen Abwärtstrend, den wir hier haben, als Richtungsgeber, dann sehen wir hier die 1 2 3 4 Kerzen, die wir haben, das ist der aktuelle Bewegungsarm und diesen Bewegungsarm schauen wir uns einfach mal im 5 Minuten Trend an und da sehen wir es hier, das ist dieser Arm, der läuft hier und solange wie der 5 Minuten Trend abwärts weiter intakt bleibt, ist hier mit dem Bewegungsarm alles noch im Gange. Wenn wir hier allerdings rumdrehen, eine Korrektur machen und dann aus der Korrektur die Umkehr der Nachfrage haben, dann ist das genau der Punkt, den wir brauchen. Dann kann man aus der Korrektur äh, der laufenden Geschichte wieder nach unten reingehen. Also technisch gesehen, ich zeichne, ich skizziere mal ganz kurz das Bild aus, ähm, was es dann am Ende ist und das ist dann halt das, was wir hier sehen. Ich mache mal da kurz den Freihandmodus an, auch wenn das immer nicht so hübsch ausschaut, aber schaut hier, das ist sozusagen hier. Der abwärtsgerichtete Markt und aus jetziger Sicht würde quasi die Gegenbewegung so ausschauen, dass wir hier nach oben laufen, das nach oben und wenn wir dann sozusagen hier wieder rumdrehen und dann einen neuen Abwärtstrend generieren, das heißt, der Markt wieder nach unten läuft, dann haben wir die Chancen hier. Das wäre dann die Umkehr der Nachfrage und dann sieht es so aus. Aus der Korrektur der Stunde hier nach unten rein und dann haben wir den Dreh unten raus. Mal schauen, wo es hinläuft, wie es weitergeht, aber das Potenzial innerhalb der Range ist definitiv da. Und wir haben ja auf Tagesbasis auch gesehen, sollte es unter das Tief der Range gehen, unter die 1675, dann gibt es hier zur Unterseite noch deutlich mehr Potenzial und das ist definitiv entsprechend hier zu sehen. Gründe, warum wir momentan so einen schwachen Goldmarkt haben, die sind ganz klar auf der Hand. Das ist zum einen das Thema entsprechend des stärkerer gewordenen US-Dollar, das ist äh, das Thema Wirtschaftswachstum, das heißt der Angstfaktor. Der Gold nach oben getrieben hat, ist da auch nicht mehr vorhanden. Ähm, und aus diesem Grund sind das alles Dinge, die nicht zwangsweise für ein Goldinvestment sprechen. Die Gründe, das Thema Angst. Den, den haben wir momentan einfach nicht da. Und das sehen wir auch sehr, sehr schön, äh, wenn wir beispielsweise mal bei den Futures auf den Wix schauen. Ähm, der steht momentan bei 18. Ja, wir standen schon deutlich höher. Ich will das mal ganz kurz reinnehmen hier. Ähm, ich mache das mal nach groß. Also, das ist der Volatilitätsindex aus den USA. Und wenn man mal Schauen, wo wir hier im Hoch standen äh, im, äh, vor, vor gut einem Jahr. Ne? Also im, im März letzten Jahres standen wir hier bei 80. Jetzt stehen wir bei 18. Ne? Und vor einem Jahr, wenn wir mal schauen wollen, wo da der Goldpreis stand, hier an dieser Stelle ähm, vor einem Jahr, das war halt hier entsprechend. Moment, kleinen Augenblick, vor einem Jahr. Also das war das Hoch, das war im August äh, letzten Jahres und vor einem Jahr, ähm, da standen wir halt hier ganz weit unten verglichen äh, mit dem Hoch hier. Das heißt, da standen wir im, das ist Januar, Februar, März, das ist also dieser Bereich hier 2, 3. Also da standen wir definitiv ganz weit auf dem Ast nach oben. Ähm, da lief der Markt stark hoch, weil einfach die Volatilität und die Angst so groß war und da war Gold gesucht. Das ganze Thema ist jetzt vom Tisch. Dieser Treiber ist weg und aus diesem Grund sieht es eher so aus, als wenn der Markt nach unten läuft. Und man liest momentan in den äh, Medien auch immer wieder, dass man Gold kaufen soll, äh, dass man in Gold äh, sehr, sehr bullisch ist. Und da stelle ich mir halt die Frage, wenn im Gold jetzt ähm, sozusagen alle bullisch sind ähm, und alle gekauft haben, äh, wer soll denn jetzt noch kaufen? Das ist immer die große Frage und das, das äh, hat mich so ein bisschen skeptisch gemacht und aus diesem Grund ist so ein bisschen der Fokus momentan auf die Unterseite. Eines sollte allerdings auch ganz, ganz klar sein, äh, wenn wir uns dieses Bild äh, aus charttechnischer Sicht anschauen, im Kurzfristbereich sind wir in der Range, das ist ganz klar. Äh, was hier jetzt allerdings passieren kann, ist, dass der Rutsch nicht unten drunter durchkommt, sondern dass wir hier eine neue Aufwärtsdynamik irgendwann mal bekommen. Ja, das heißt, wir müssen das Ganze hier auch ein bisschen beobachten, das, das kurze Short-Szenario ist definitiv da. Das läuft auch an, das ist ganz klar. Der Punkt ist nur der: Wenn wir hier <laughs> vor diesem Tief umdrehen, früher nach oben kommen, dann und dann, nur dann haben wir die Chance, dass wir tatsächlich einen ernst gemeinten Angriff hier oben aus die 17, auf die 17,55 bekommen. Und wenn wir das dann raufnehmen, dann haben wir wieder einen Aufwärtstrend und dann. Können wir hier wieder über ernst gemeinte mittelfristige Long-Szenarien sprechen? Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Da brauchen wir ganz klare Entscheidungen. Und momentan sieht der Goldmarkt einfach nur schwach aus. Mehr gibt es dazu von meiner Seite jetzt hier nicht wirklich zu sagen. Also, das haben wir dazu. Und das ist der Blick in den Goldmarkt. So, das ist das eine. Und dann hatte ich gesagt, Öl haben wir so ein bisschen auf der Uhr. Und beim Thema Öl, ähm, der klassische Chart vom Öl, den hatten wir ja gestern auch <laughs> miteinander besprochen. Ich habe es hier eingezeichnet, ähm, dieses Dreieck. Und der Markt hat tatsächlich, ich hatte ja gestern gesagt, der Charme von solchen Dreiecken ist der, dass es ähm, relativ zügig, je weiter die in die Spitze laufen, ähm, zu einer Entscheidung kommt. Die Entscheidung ist hier entsprechend auch gefallen. Der Markt ist durch die Oberseite des Dreiecks ausgebrochen. Aber, Guys, ähm, ist am Chart irgendwas passiert? Nö, nix. Hier ist das Median drinnen, wo wir drin rumdümpeln und in diesem Bereich sind wir immer noch. Aber wir haben natürlich äh, die Long-Chance auch immer noch da. Nur wenn wir uns das Bild mal kurz auf Tagesbasis anschauen. Ich mache es mal ganz kurz groß. Ähm, das ist immer noch der große schwankungsbereich den wir haben. wenn wir uns die tageskerze von gestern mal anschauen hier das ist weiter dieses hin und her gezappelt der markt will sich hier und kann sich hier nicht so richtig entscheiden. es gibt hier ein paar überlegungen aus fundamentaler sicht die man sich einfach mal entsprechend auf der Zunge zergehen lassen sollte. Ähm, was spricht denn äh, gegen den Aufwärtstrend im Öl? Gegen den Aufwärtstrend im Öl spricht ein Fakt und zwar das Thema der Förderkürzungen. Es gibt ähm, erste, sage ich mal, Stimmen dafür, dass nicht alle diesen momentan beschlossenen Förderkürzungen folgen. Das heißt, wenn man hier der Viertelkürzung nicht mehr folgt und mehr Öl auf den Markt kommt, dann werden wir klassisch Thema Angebot und Nachfrage ein größeres Angebot sehen. Und wenn man da mal die Nachfrage außer Kraft lässt, sollte das für sinkende Preise am Ölmarkt sprechen. Das ist das eine, das ist das, was durchaus für weiter fallende Kurse steigen kann. Das ist der Punkt. Der andere Punkt, der durchaus für steigende Kurse spricht, ist das Thema der weltweiten Wirtschaftserholung. Wir wissen zwar, dass wir äh, durchaus die Situation haben, dass äh, die Märkte momentan ähm, im Erholungsmodus sind. Also das heißt, die Weltwirtschaft erholt sich. Zwar sind ganz, ganz viele Konjunkturprogramme auf das Thema äh, der wirtschaftlichen äh, Umstrukturierung Richtung sauberer Energien äh, ausgerichtet, aber... Das wird sich nicht kurzfristig ändern, sondern das ist etwas, das, das ist ein langfristiger Prozess. Das heißt, wenn die Industrie jetzt wieder anspringt, wenn mehr Arbeitskräfte unterwegs sind, zum Beispiel auch in den USA, was machen die? Die gehen ja jetzt nicht in den Laden, schmeißen ihre alten Autos, ihre Benzinfresser oder Dieselfresser in die Ecke, kloppen die in die Tonne und kaufen sich ein schönes, sauberes ähm, SUV, was mit Strom angetrieben wird. Hier. Pustekuchen, die steigen in ihre Autos und fahren damit dorthin, wo sie hinwollen. Das heißt, es wird dort deutlich mehr Aktivitäten geben. Wenn mehr Reisen wieder möglich sind, wird das auch Auswirkungen auf den Treibstoffbedarf haben. Ne? Flugzeuge, Schiffe, Autos, das alles zusammen wird deutlich darauf auswirken, dass die Ölpreise und beziehungsweise dass der Ölmarkt eine gesteigerte Nachfrage sieht. Und das wiederum. Wirkt sich so aus, dass die Preise steigen. Das heißt, wir haben ein Pro. Und ein Kontraargument, was die Fallenden Preise angeht, ähm, beziehungsweise das kann man auch umgedreht sehen. Und das ist das, was wir hier momentan in den Charts entsprechend sehen. Das ist dieses Hin- und her gerangel Und wie schon gesagt, der Markt schaut da ganz genau hin, was die OPEC macht. Förderkürzungen sind jetzt erstmal beschlossen ähm, bis in den April rein. Das haben wir jetzt und jetzt kommt es halt darauf an, wie es hier an dieser Stelle entsprechend weitergeht. Und die Nachfrage ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und solide Steigerungen der wirtschaft wirtschaftlichen Erholung das dürfte wie schon gesagt ein äh, Treiber für den Ölpreis sein und wenn wir mal so ein bisschen in die Historie schauen ja dann ist es halt auch so, die ganzen Ölproduzenten, die Ölförderer, die sind schon daran gelegen, dass die ihre Produkte zu guten Preisen verkaufen. Ja? Wir wissen ja beispielsweise auch das Thema Fracking. Es wurde immer gesagt, man braucht 70, 80 Dollar, um, äh, sage ich mal, mit dem Fracking gutes Geld verdienen zu können. Wir wissen allerdings mittlerweile auch aus äh, der Praxis, dass es Unternehmen gibt, die teilweise schon mit 40 bis 50 US-Dollar Profitabel arbeiten und das ist halt ein Bereich, wenn wir da mal schauen, wir stehen jetzt hier bei 60 Dollar durchaus die Möglichkeit, dass dadurch deutlich Öl auf den Markt kommt, aber die sind halt auch daran interessiert, die Preise hochzuhalten. Also ich denke, der Markt wird das regulieren und der Wunsch, Geld zu verdienen, der wird ganz klar dominieren und ein steigender Ölpreis ist für alle, die in diesem Sektor drin sind, das, was sie brauchen, um gutes Geld zu verdienen. Das macht die Margen größer und das ist das, was man braucht. Und deshalb wird das ein weiteres Argument sein, warum der Ölpreis hier nicht ins Bodenlose ab Schmiert. Es sei denn, da gehen wieder irgendwelche politischen Fäden los. Das muss man sehen. Aber das Ganze hier an dieser Stelle ist halt momentan im Unentschieden-Modus. Und wenn wir uns das mal im kleinen Bild noch anschauen wollen, hier. Ich mache den Chart jetzt hier im Stream ähm, gleich mal noch mit größer. Dann haben wir jetzt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, durchaus die Chance nach oben zu laufen, denn wir sehen es hier: ähm, der Ausbruch aus diesem Dreieck, das verschiebt sich hier immer so ein bisschen, aber ähm, ist eigentlich relativ egal, äh, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier an dieser Stelle. Wir sind momentan tatsächlich in der Situation. Hier schaut mal, wir haben steigende Tiefs, das heißt, wir haben die Situation, dass der Markt immer früher anfängt hier zu kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig und was auch. Auch noch ein wichtiger Punkt ist, äh, wir haben diese, diesen Widerstandsbereich hier um die knapp 60 Dollar ähm, aus dem Markt genommen, sind wieder runtergedreht und jetzt drehen wir hier rum. Und wenn diese Marke tatsächlich gekauft wird, dann haben wir tatsächlich auch gute Chancen, hier über die 60 80 Dollar 80 drüber zu laufen und dann hier oben das nächste Level um die 61, 50 bis 62 diesen Schwungbereich hier rauszunehmen. Das ist durchaus ein gutes, planbares Szenario und wir sehen es halt auch im Kleinsten. Der Trend ist tatsächlich. Aufwärts gerichtet hier schaut es hier da ging es zuerst mal nach oben dann ging es wieder kräftig mit dem abwärtstrend nach unten aber seitdem geht der Markt eher in die oberseite rein hier und fängt an nach oben zu traden und wenn wir wie schon gesagt das Ganze hier nach oben mit raufnehmen dann haben wir gute Chancen hier zur oberseite reinzulaufen und das ist auch das Thema aus der Charttechnik Pro Öl und wenn wir das Ganze mal kurz auf der Wochenbasis anschauen wollen, dann sind wir hier in eine ordentliche Korrektur zu der vorherigen Aufwärtsdynamik reingekommen, haben hier im Bereich um die naja, 57,50 bis 58,50 einen Boden leicht gebildet. Und wenn der sich jetzt nach oben auflöst, dann haben wir gute Karten. Die Rallye entsprechend fortzusetzen. Und das ist ja auch das, was die Charttechnik zulässt. Und wenn es tatsächlich hier zum Ausbruch zur Oberseite kommt, dann haben wir spätestens dann, wenn wir hier ähm, auf oder über hier oben die 62, 26 drüber laufen, aus jetziger Sicht den Aufwärtstrend da. Ähm, und das ist das, wo der Markt hin will. Das heißt, hier Schub nach unten und dann hier. Die Skalierung zur Oberseite hin und das, was ich hier in Rot markiert habe, ist momentan so ein bisschen der Widerstandsbereich, aber das wird sich geben und dann werden wir sehen, ob wir tatsächlich aus der Korrektur wieder auf die Hochs drauf gehen. Potenzial zur Oberseite haben wir definitiv noch da, um das Ganze hier nach oben hin zu sehen. Also, das hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant mit Blick auf das WTI. So, jetzt schaue ich mal kurz, ob wir noch ein paar Fragen haben. Dollar, Schweizer, Franken wird gefragt. Na klar, das mache ich sehr, sehr gerne, Olaf. Das schauen wir uns direkt hier an dieser Stelle mal mit an. Also, kann Dollar, Schweizer Franken. Mal schauen, ob wir das überhaupt schon mal hier offen haben. Klar, da haben wir es. Kandoler, Schweizer Franken. Sehr, sehr schön. Hier der Blick in den Tag rein. Ich mache mal ganz kurz den Tag klein äh, und mache mal kurz noch Folgendes hier. Wir räumen mal kurz ein bisschen auf. Das heißt hier, zack, einfach mal löschen, dritt alles weg. Ähm, wir brauchen das Ganze hier mal ein bisschen aufgeräumt. Und wir sehen hier im äh, Kann Dollar, Schweizer Franken den Markt in ja der Situation dass der jüngste Aufwärtstrend gebrochen wurde heißt also an dieser Stelle hier ich mache das Ganze jetzt mal mit dem Zeichentool da sehen wir den Markt im ja Abwärtsmodus Abwärtsmodus heißt hier kam der Rutsch zur Unterseite rein und hat den Aufwärtstrend hier rausgenommen. Das heißt, hier hatten wir das letzte Korrektur tief. Hier sind wir raufgelaufen. Hier der letzte schöne, dynamische, starke Schub zur Oberseite hin. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, der Schweizer Franken ist momentan die stärkere Währung. Der Kandler kommt nicht so richtig vom Fleck. Der Schweizer Franken hingegen, der arbeitet schon durchaus ziemlich stark, sein Widerstandslevel zu überschreiten. Ich zeige das mal ganz kurz hier in diesem Bild. Schweizer Franken hier oben, der Widerstand. Auch das nochmal kurz anskizziert hier an dieser Stelle, der ist definitiv da, heißt also hier, da oben, das ist der Widerstand und da arbeitet quasi der Schweizer Franken jetzt dieses Level rauszunehmen. Da oben, Moment, das ist das falsche Zeichentool gewesen. Ähm, einmal zurück, das wollen wir haben. Hier Widerstandslevel. Und das ist halt äh, so wichtig, dass der Markt tatsächlich dort rüber geht, denn. Hier sehen wir es, das ist der bestehende Abwärtstrend im Schweizer Franken. Und wenn das jetzt tatsächlich schafft, dieses Widerstandslevel rauszunehmen, geht das weiter in die Stärke und nächstes Ziellevel. Ja, das hätten wir dann hier äh, über der Marke deutlich von 1,1050. Das ist das letzte Verkaufslevel hier oben. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und wenn wir uns auf der anderen Stelle den kann dollar anschauen, der schwächelt schon so ein bisschen. Ne? Da haben wir hier eine Range, hier wo wir oben die Marke von 80 haben und den unten den Support hier so ein bisschen über äh, der Marke von 79, das ist eher so ein bisschen Schwäche und wenn wir das sehen, der Kand-Dollar schwächelt, der Schweizer Franken, ähm, der wird eher stärker, dann sehen wir halt an dieser Stelle auch ne, nochmal das Thema Waage kurz reingebracht, wenn wir hier... Die Skizze haben mit der Waage hier oben mal einfach reingenommen, dass die Waage auf der einen Seite äh, hängt quasi ähm, der Kann-Dollar dran und auf der anderen Seite der Schweizer Franken. Hier haben wir in den Charts immer die Preisleiste an dieser Stelle, ne? hier an diesen Punkten. Und wenn wir da einfach sehen, wenn der Schweizer Franken hier an Gewicht zulegt, ne? wenn wir hier einfach mal so ein bisschen Gewicht mit rauf tun, dann drückt es den natürlich runter. Und wenn der Schweizer Franken dann auch noch schwächer wird, das heißt, der hier. Die Oberseite befolgt, dann ist es ganz klar, dann wird hier der kann Dollar, Schweizer Franken weiter die Unterseite mit befeuern. Und das ist das, was wir hier im Chart auch momentan sehen. Das heißt, hier ist das Ganze der Schub nach unten. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle nur, laufen wir direkt runter ins nächste Level rein oder gibt es erstmal so einen kleinen abprall Und das ist eine Sache, die steht durchaus, zumindest kurzfristig, ähm, nicht außer Frage, denn hier haben wir einen Supportbereich. Wo kommt der Supportbereich her? Der kommt so ein Stück aus dem letzten Trendverlauf. Das heißt, wir haben jetzt hier im äh, entsprechenden Marktmoment. Ich zeige mal ganz kurz hier noch die Preisleiste. Also hier. Um die Marke von knapp 73,30 haben wir das Zwischentief auf dem, aus dem Aufwärtstrend. Und das ist jetzt halt ein Punkt hier. Das wäre mal ein kleiner Support. Und wenn der halten sollte, ne, wir haben ja hier vor zwei Tagen schon gesehen, raufgelaufen, wieder hoch. Jetzt sind wir wieder drauf, trendieren so ein bisschen hoch. Da könnte es durchaus ein kleines bisschen Gegenbewegung geben. Und was kommt dann aus so einer Gegenbewegung, die wir dann haben? Ja, natürlich hier Gegenbewegung nach oben. Und wenn dann der Markt tatsächlich nach unten rumdreht, wäre es dann das und dann hätten wir hier den validen Abwärtstrend auf der Tagesbasis und äh, die Zielbasen, die wir dann haben, die liegen dann deutlich tiefer. Der nächste Anlaufpunkt auf dieser Aufwärtsbasis hier wäre mal unten hier an dieser Stelle die 71 knapp 15 16 hier in diesem Drehbereich beziehungsweise ein Stück tiefer hier unten an dieser Stelle vor dem Ausbruchslevel bei äh, 69 90 was wir auch noch brauchen hier, das hier unten bei 70 knapp. 60 ist natürlich ein starker Kaufbereich. Also das sind die Level auf der Chartunterseite. Für das kurzfristige Trading allerdings, und das ist interessant, ist es halt so gut zu sehen, was passiert denn hier an dieser Stelle. Denn wir haben hier durchaus die Chance, auch so ein bisschen rückschnapper zu bekommen. Und das wäre genau das Szenario, dass wir hier von unten einen Doppeltop gebildet bekommen, um dann nach oben rauf zu laufen. Und was brauchen wir dann aus charttechnischer Sicht hier oben? Dieses Level um die Knapp. Was haben wir hier oben im Hoch gehabt? Das haben wir gehabt bei 7390. Da oben drüber zu laufen, das wäre interessant. Das ist ja jetzt hier der Widerstandsbereich, also das Verkauflevel. Wenn wir da definitiv drüber laufen, das wäre dann genau ein Anzeichen dafür, dass die Korrektur läuft. Also das von mir skizzierte Ereignis auf Tagesbasis nochmal durchatmen und dann möglicherweise den Rutsch nach unten aufnehmen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant für die korrektive Phase. Haben wir da, Olaf? Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ähm, wie klein du es haben möchtest. Ähm, aber ich denke mal, hier im Swing-Bereich auf alle Fälle, die Unterseite ist extrem interessant. Und wer hier so ein bisschen äh, das, das Rädchen mit drehen möchte für den kurzfristigen Trading-Bereich, da haben wir halt ein paar Anlaufpunkte. Ne? Selbst jetzt hier in diesem Level sehen wir relativ klar und deutlich, hier haben wir ein kleines Verkaufslevel, hier unten um diese Marke. Und da wird es zunächst interessant hier. In diesem Drehbereich, wo sich der Markt hier nach unten entladen hat und den Abwärtstrend auch gebildet hat, um die Marke von knapp 7360. Das ganze Level ist an dieser Stelle so, dass wir, wenn wir hier schon jetzt wieder Verkaufsdruck reinbekommen, dann sieht es eher so aus, als wenn der Abwärtsrutsch direkt weitergeht. Kommt hier allerdings Kaufstärke rein. Ist das so ein bisschen ein Beleg dafür, dass die Korrektur erstmal Luft holt, nach oben läuft. Und dann sehen wir ganz, ganz klassisch den Markt so ein Stück weit nach oben laufen. Und das ist das, wo wir sehen, jetzt geht die Korrektur los. Dann haben wir einen schönen Trend zur Oberseite hin. Und den können wir auch schön zur Planung nutzen. Denn wenn hier quasi das passiert, hier nach unten, ja, das war schon mal der erste Ausholer, denn hier haben wir es gehabt, der Abwärtstrend hier nach unten hin, lief ja bis da, und da sind wir schon mal drüber gelaufen, dann sind wir hier Ganz kurz drunter gelupft, haben direkt wieder Stärke bekommen und das wäre das Zeichen hier, wenn es da nach oben rauf läuft, dann wird tatsächlich dieser erste Ausbruch hier bestätigt und dann haben wir die Chancen, ein Stück weit Korrektur nach oben zu sehen. Und die Level, wenn wir uns rein mal an den signifikanten Zwischenhochs ähm, bedienen wollen, dann haben wir schon relativ gut hier oben. Schaut mal, das hier ist dein Zielband und dann an dieser Stelle natürlich hier. Immer schön die Zwischenhochs. Das ist interessant und das ist planbar. Olaf, passt. Danke, danke für die Rückmeldung. Habe ich gern gemacht. So weitere Wunschmärkte haben wir an dieser Stelle nicht. Das heißt, dann bleibt mir hier und jetzt nicht viel mehr zu sagen. Oh doch, da kommt noch einer. Hartmut, britisches Pfund, japanisches Yen. Na klar, machen wir gerne. Der Yen äh, und der Pfund. Also Yen ist schwach, Pfund ist schwach. Das ist immer ein bisschen. Ähm, ja, so die Sache zu sehen, wie geht es denn entsprechend weiter? Ähm, Yen ist so ein bisschen in Erholung, Pfund ist so ein bisschen in Erholung. Das heißt, wir haben hier zwei schwache Währungspaare, die miteinander laufen. Und ähm, ja, da ist es so, wie ich das vorhin auch im DAX gesagt habe, wer zuerst zuckt, ähm, der hat verloren. Mal schauen, was britisches Pfund, äh, japanischer Yen hier an dieser Stelle macht. Also wir sehen hier. Das gleiche hin und her gezappelt an dieser Stelle. Ich nehme mal kurz hier äh, auch da wieder den Chart mal kurz zum sauber machen. Ich lösche das mal ganz kurz durch hier. Also alles raus, so. schön sauber machen, damit wir uns mal auf den Chart konzentrieren können. Was wir hier im Fund Yen sehen, ist die Tatsache, dass wir natürlich ähm, das britische Fund ist äh, aus der reinen charttechnischen Situation heraus natürlich noch deutlich stärker als der japanische Yen. Ja, das ist ganz klar. Das sehen wir auch an diesem Trend hier der Trend im Fund Yen ist definitiv mal aufwärts gerichtet und das Interessante hier ist, ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen, wir haben jetzt hier quasi die steile Korrektur an dieser Stelle im Aufwärtstrend und wenn wir hier tatsächlich jetzt den Ausbruch nach oben hin bestätigt bekommen, das wäre wirklich die hochinteressante Geschichte und da schauen wir jetzt mal in den Stundenchart rein, denn da passiert genau das, ähm, was meine, 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 meine favorisierten ähm, Trading ähm, Setups sind und zwar schaue Schaut mal hier. Wir haben hier oben ein Level so im Bereich der 150. Was haben wir hier oben? Knapp 90. So, das wäre mal das eine. Bildlich gesprochen spielt die, die, die Marke hier oben jetzt keine Rolle. Was wir hier nämlich sehr sehr schön sehen kann, ist, dass wir tatsächlich an der Umkehr der Nachfrage arbeiten. Und die Umkehr der Nachfrage ist halt so wichtig. Wer das nicht versteht mit Thema Umkehr der Nachfrage, das ist ein sehr sehr wichtiges Thema auch in der Ausbildung am 8. 9. Mai. Also wer da Interesse dran hat, es gibt eine Online-Ausbildung. Die ist definitiv eine Empfehlung meinerseits wert, damit man das Ganze mal entsprechend auch mit durchlernen kann, durchexerzieren kann, damit man das Ganze entsprechend auch versteht. So, jetzt ging es hier sozusagen nach oben. Wir sind hier über das wichtige Zwischenhoch rausgenommen, sind nach unten gelaufen, haben ein höheres Tief hinterlassen. Das sehen wir hier dran, dass wir eine ansteigende Linie haben und jetzt fängt der Markt an nach oben zu trenden und die Chance, die wir jetzt hier haben, ist hier oben drüber rauszulaufen und wenn das passiert, dann ist die Bestätigung des Ausbruchs nach oben da, die Umkehr der Nachfrage auf Tagesbasis ist dann da, das heißt, da haben wir ganz ganz klassisch das Kaufsignal und die Zielbereiche auf dem Weg nach oben, da muss man nicht mal darauf hoffen, dass der Markt die Allzeit, äh sag ich sage schon, die alten Hochs rausnimmt, sondern wir haben hier ein paar schöne planbare Anlaufpunkte. Auf dem Weg nach oben und das kann man sehr, sehr schön mit hochnehmen. Die Ziele sind dann wirklich ganz klar und klassisch hier oben zu sehen, hier an den Zwischenhochs und das sind die Marken hier, die wir haben, um die 151, knapp 10. Wir haben hier die 152,07 und hier oben die 153,40. Das ist das, was wir haben und wenn wir noch ein Widerstandslevel ausmachen wollen, dann wäre das mal ganz klassisch hier. Dieser Bereich hier oben, als wir hier so ein bisschen gehadert haben mit dem Schub nach unten und dann der Schub kam, also hier oben das Level um die 152,70 bis 152, 95, Das wäre mal ein Widerstandslevel, wo es auch noch entscheidende Marken gibt. Jetzt kommt es aber wirklich drauf an, wie sich das Ganze hier entwickelt. Prallen wir ab, ja, dann kurzfristig. Für die Intraday-Trader sind diese Level hier, diese kleinen Zwischentiefs wichtig. Grob die Marke um die 115,17, hier unten auch noch das kleine Tief und dann hier das Zwischentief an diesem Low grob die 159, 149 um die 77 und dann haben wir das Zwischentief hier unten bei knapp 159,60. Das Interessante Marken und das sollten wir durchaus hier auf der Ohr haben. Das ist der Blick in britisches Pfund, japanisches Yen. Hätten wir auch das und ich sage jetzt hier an dieser Stelle, danke für die Fragen, danke für das Zuschauen, danke für die Likes. Wer es noch nicht getan hat, jetzt gleich mal noch auf den Like-Button blicken und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als planen Sie den Trade, traden Sie die Plan und wir haben heute Dienstag. Um 12.30 Uhr gibt es da wie immer auf meinem privaten Facebook-Profil, ähm, beziehungsweise in Verzögerung dann auf der Investorschulenseite seite bei Facebook entsprechend den Wall Street Traders Lunch. Den schicke ich dann übrigens auch im Nachgang immer noch auf den YouTube-Kanal der Investorschule. Also, wer mag dort mit Zuschauen, Fragen, immer auch dort willkommen. Ich sage Tschüss, bis morgen oder später dann im Wall Street Traders Lunch. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Bye bye. Und tschüss.